Herzlich willkommen zur weiteren Folge gerade in Thüringen. Wir sind immer aus bei der Auswahl dabei auf Viertel Euro 11, 15 ist fertig, Dünn ist auch noch dabei, 13 mit Zahnmaschinen. Ja, jetzt gehen wir auf Stufe 30 Geschwindigkeit. Und wir mal kurz schauen, ob das gut läuft. Ja, er hat sich ja vorne hier in der Ecke aufgehängt. Also das ist festgestehen, also hat sich festgeklemmt. Da hätten wir sich überlegen müssen, bevor wir vielleicht wären doch mit 4 Fahrzeugen vielleicht sinnvoll gewesen. Dadurch 2 Vorgänge mehr. So, 15 ist fertig. Die nächste Aufgabe war gewesen, was in der Nähe ist. 19 ist da. Ja, und dunkel ist ein bisschen schwer hinzufinden. Erstmal zusammenklappen. Und entlassen. Boah, macht er gar nichts. Sollte noch für ein Feld reichen, denke ich mal. So, gucken wir eine Lücke finden hier im Wald. Normalerweise. Oh, wir haben Gewitter. So. Hier muss er irgendwo eine schmale Stelle geben, wo man durch kann. Hier hat schon einer gesägt. Ah, hier ist die Leitung. Da kommen wir auch nicht durch. Ah, liegt das mal. Dunkel ist schlecht. Da kommen wir nicht durch. Müssen wir wieder ganz von vorne anfangen. Also retour. So. Dunkel ist schlecht, sag mal so. Da auf der Wiese. Kommen wir irgendwo durch oder nicht? Ah, durchgemogelt. Eine interne Abkürzung. Also dunkel ist echt schlecht. Und wieder Regen. Hier ist wieder der Stromleitung. Also ohne Karte würde ich mir gleich zweifeln jetzt hier. Da ist die Straße. Straße ist gut. Lenkung leider wieder total. Ich muss mal meine Lenkung reparieren. Ganz kurz. Pausenfunktion. Dann muss ich ja wieder ausgehen raus. So blöd. Ganz kurz, kurz, kurz. Sollte nicht lang dauern. Räder reagieren nicht. Jemand zu entschuldigen, dass die Hardware, die sich hinhaut, zusammen spielt. So, jetzt geht's. Das ist nämlich furchtbar mit der Lenkung, wenn die ganz leicht geht und nicht auf Null zurückspringt alleine. So, mal kurz schauen. Oder gehst du durch einen alten Schleichweg?
Den haben wir vorher nicht gesehen. Ansicht. Auch nicht besser, ne? Mikrofon müssen sich da ranholen. Wir wollen ja Feld nur 19 machen, richtig ändere. Aber wir können leider mal nachschauen, wir müssen eh schauen, was wir aussehen sollen. So. Straße. Das sind die 22. Hier sagen sie, der Fuchs hat sie gute Nacht. So, 19 haben wir jetzt. Rechts. Gut. Ja, Kreditzinsen. Da haben wir noch viel zu vor, zum Zurückzahlen. So, 19 haben wir erreicht. 19, was wollen die haben? Haha, Hafer. Das ist gut. Sollte Sacken reichen. So. Karte. Fahren ein bisschen rauffahren. So. So. Immer den alten Druck lassen. Glaube ich, dass wir das Feld mal kaufen werden. Aber ich würde eher die 13 kaufen, die 10. Also das ist eine Wiese, die 40, die 54, da würde ich alles eher kommen. Toll. Leistet sich eine Frage. So. Und keine Hafer rein. Jetzt kommt da die 15 Stunden der Düngen. Kommt eine Ederwachstumsstufe durch. Das sieht mir ganz gut aus. Der fängt an. Düngen sind auch fleißig bei. Also die 22 machen, die 11 ist aktuell bei 50%. 54 noch, ja, viel Arbeit. Aber es darf gerne wieder hell werden, ne? Aber der Regen hat aufgehört, aber nehmen wir neuer Regen. Was sagt der Wetterbericht? Da sind wir die Kühe. Wasser haben wir genug. Und Stroh, naja. Wo lassen wir bloß? Keine Ahnung. So, wettermäßig. Oh yay, oh yay. Durchwachsen. Also Heu können wir kein machen. Sehr, sehr feucht. Es wird ein feuchtes Frühjahr. Eher Sommer sieht es auch sehr, sehr feucht aus. Das ist nicht gut. Ja. Wir können höchstens Stroh kaufen beim Händler.
Das du. Das soll alles Bohlen sein. Oh, Tor offen lassen. Ja, Mist sollte ich eigentlich haben. Kein Mist. Bug. LKW hat irgendwo gehabt. Ich glaube hier im Hof. Schon so lange her. Ein paar Strohballen holen. Obwohl es auch Blödsinn ist, wenn wir eh keinen Mist haben, ne? Brauche ich gleich Stroh kaufen. Ja, lass mal in Ruhe schlafen jetzt. Was melden eigentlich unsere Felder eigentlich? Was melden die eigentlich? Also von 38 bis zur 49. Also die 49 müssen wir Dünger kriegen. Und die 12. Wachstum. Ey, kick an, ist gerade durch. Also müsste man eigentlich düngen. Echt, das ist. Na, das ist uns egal normalerweise. Aber sonst wäre das natürlich blöd, ne? Weil jetzt hier im Prinzip. Blau ist die Gruppe. Und das ist jetzt hier Wachstum. Und gepflanzt. Genauso wie hier. Das ist für die Ernte ist ungünstig. Aber es ist uns egal, das ist eine Missionsfelder. Ja, düngen. Schneefräse, noch ein Anhänger, Drescher, Drescher, möchte man nicht in den Dunkel fahren. Noch einen weiteren Düngersteuer kaufen. Viel Geld habe ich eh nicht. Entschuldigung. Aber wir kriegen ja Geld und Missionen, wenn die fertig sind. Ja. Aber wir müssen einen kaufen, das ist auch nichts. So, Aufbau. Pflegebereifung. So. Hat mal was, ne? Kaufen. So. Jetzt brauchen wir noch einen Traktor. Und Pflegebereifung. Ist doch die größere, ne? Der. Kostenpunkt. War zu teuer. Was wäre ein bisschen billiger? K2.
bestimmt langsam. Na doch, 40 km/h, 50 km/h. Oh, das gießt. Lokomotive. Mais weg schon. Na gut. Dann müsste unser Mais auch schon wachsen. Also Missionsfeld. Ich glaube so ja. Und dann macht Dünger. Dem Hänger, am Händler. Brauche ich lange suchen. Das wird ein schwieriges Jahr. Glaube ich was. Vom Wetter her sieht nicht gut aus. Dann werden wir bei der Ernte mächtig Schwierigkeiten finden. So. Können wir unsere Felder auch bringen. Aber zum Glück bald wieder hell. Müsste mal unsere, also meine Outreif-Kurse mal Haltepunkte gehen, dann könnte ich ihn allein nur schicken. Aber gut. Anderes Thema zu einer anderen Zeit. Ups. Dass kein Hochwasser vorgesehen ist. Es wird langsam hell. Die Fähren sich viel besser. Können wir wieder auf alleiner Kurzung, der Kreuzung. Normale Geschwindigkeit gehen. 5. Das hört man nicht. Ist der Wahnsinn. Ich hatte anfangs auf dem Marsch überhaupt keinen Regen gehabt. Das Wetter war praktisch schon mal auch schön eingestellt. Doch, aber du. Haben wir wieder Wetter. Sein soll. Und der Mais wächst auch, jo. Ups. Da können wir was machen hier, was dreschen hier. Oh. Da können wir das Silo voll fahren. So. Ah, Krähe. Weg da. So, liebe Zuschauer, das soll's für heute gewesen sein. Ich danke mal fürs Reinschauen. Dann sagt mal Tschüss und Winke, Winke. Ciao, ciao.
Oh. Haut mich hin. Ich war aber falsch. Jedenfalls sagen wir viel Winkel. Man hört uns 70 vielleicht in der nächsten Folge. Tschüss.